Da sind wir wieder live am Donnerstag, heute der 5.11.2015. Und wie ihr schon seht, im Bilde, im Bildschirm, am Bildschirm, Rainer Franke aus Mallorca, live. Grüße dich, Ja. SMET-Zentrum. Ja, Grüße zurück nach Leipzig, meine Heimatstadt. Wie ist das Wetter bei euch? Ja, ganz angenehm, für November kann man nicht klagen. Und 24 Grad. ja, natürlich Okay. nicht ganz so warm wie in Mallorca. Liebe Grüße und lasst uns Ja, ein das bisschen stimmt. Sonne übrig. Genau, erstmal für dich, ja, liebe Grüße nach Mallorca und es soll doch noch einige vereinzelte Zuschauer geben, die noch nichts vielleicht von dir gesehen, gehört haben. Deswegen nochmal der Beginn, ein paar Worte zu dir, ne? So, das Ja, zum Einstieg. okay. Ja, ich bin Diplompsychologe, Psychotherapeut und ja, arbeite jetzt seit 15 Jahren mit der MET-Klopftherapie, die ich in den letzten 15 Jahren entwickelt habe, zusammen mit meiner Frau. Ja, dazu circa jetzt 6 Bücher, Kartenset, DVD. Siebte Buch ist gerade in Arbeit, wird demnächst veröffentlicht. Ja, wo es ganz viel darum geht, eben Laien diese geniale Klopftechnik zu vermitteln. Deswegen ja hier auch unsere Live-Sendung. Und ja, da sind wir sehr erfolgreich, haben inzwischen an die 15.000 Seminarteilnehmern in unseren Seminaren gehabt. Ja, ich selber glaube ich ein paar tausend Patienten und Klienten, die ich da in der Klopftherapie gecoacht habe. Ja, das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Und wie gesagt, seit 20 Jahren lebe ich jetzt auf Mallorca und führe hier das MET-Ressort, wo wir auch unsere Seminare und wo unsere Klienten auch herkommen, um sich dann eben auch hier behandeln bzw. coachen zu lassen. Wunderbar. Genau. Und aber Genau. ihr reist auch im deutschsprachigen Raum Ja, umher, ne? natürlich. Ja. Sabine, die Hauptarbeit ist Deutschland, Österreich, Ja. Schweiz, wobei Österreich momentan ein bisschen wenig ist, aber das Hauptgebiet ist klar Deutschland und der Schweiz. Genau. Aber Ja. nichtsdestotrotz, eine Reise Mallorca ist natürlich immer wert, genau, das zu Ja. verbinden. Und Genau. Ist heute, heute. ja, und heute gibt es wieder ein Spezialthema und das ist heute MET, also das Beklopfen von körperlichen Symptomen. Und gut, also körperliche Symptome haben wir alle mal oder hatten wir oder haben wir. Und genau, und wenn sie dann schon so da sind, akut, weniger akut, chronisch oder nicht chronisch, wie auch immer. Gilt das zum Beispiel jetzt auch für chronische Dinge? Ja, selbstverständlich, Ja. klar. Da wollte ich jetzt ein paar Sachen zu sagen. Das gilt im Prinzip für alle körperlichen Symptome, egal was es ist. Genau, ob nur chronisch oder ein Schnupfen, egal. Genau. Also vielleicht so als Überblick, ich wollte ganz gern erstmal so ein bisschen so den Gerne. Hintergrund Ja. beschreiben, wie ich das aus meiner Sicht als Therapeut bzw. aus Sicht der MET-Klopftherapie sehe. Gerne. Und wir da eben mit Klienten einfach auch arbeiten, seit 15 bzw. ich ja schon seit 30 Jahren bin ich im Therapiegeschäft. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die meisten Menschen in der westlichen Welt, also ich bleibe jetzt mal so bei Deutschland, eher davon ausgehen, dass man eine körperliche Symptomatik hat. Das hat dann meistens dann auch einen schönen Namen, der ist dann irgendwo, steht dann in den Lehrbüchern drin. Und dass diese Erkrankung XY, was immer das dann auch ist, dass die dann eben versucht wird, wegzumachen, wegzukriegen, mit Hilfe der Ärzte oder irgendwelcher Physiotherapeuten. Man versucht eben dieses Symptom oder diese Erkrankung, wer immer sie dann auch heißt, irgendwie wegzukriegen. So, das ist die normale Herangehensweise. Also Krankheit wird als was von außen kommt erlebt, was dann auch störend natürlich erlebt wird und das soll weggemacht werden, soll irgendwie weg sein. Das stört mich in meinem täglichen Leben logischerweise. Klar, ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann dieses und jenes nicht mehr machen und deswegen will man es natürlich selbstverständlich weghaben. Das ist ja auch klar. Nur die Sichtweise ist eben die, dass gerade in der westlichen Medizin, ich sag mal, in der Allopathie, eben auch eine Krankheit dann versucht wird, eben mit Medikamenten wegzudrücken, wegzuoperieren, wird irgendwas gemacht. Das Symptom wird versucht, immer wegzumachen. Und diese Sichtweise ist, sage ich mal, zu 95% in der Gesellschaft verbreitet. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Das ist einfach so. Die meisten erleben Krankheit als sowas von außen. Ich bin Opfer. Aber sie erleben es eben nicht als eine Herausforderung, sich mit vielleicht bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und genau darum geht es eben hier. Ich
bin eben, klar, logischerweise von meiner Ausbildung her auch kein Arzt oder Physiotherapeut, was auch immer, sondern ich gehe eben, wenn Patienten zu mir kommen mit bestimmten Symptomen, bestimmten Erkrankungen, eben so an, dass ich sage, dass du diese Symptomatik hast, ist ein Hinweis darauf, dass du dir das selber kreiert hast, also dass du sozusagen diese Krankheit produziert hast. Ich sage manchmal so, ist halt auch eine kreative Leistung, eine bestimmte Symptomatik auch zu hinzukriegen und zu haben. Also weg von dem, ich bin das Opfer der bestimmten Erkrankung oder Symptomatik, hin zu, ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich irgendwas gemacht habe, dass ich diese Symptomatik habe. So, und hier fangen an, die meisten eben auszusteigen, sagen, nee, also sorry, ich möchte weiterhin Opfer der Erkrankung sein, weil die sagen dann, ja, das sind natürlich die Gene, das liegt in der Familie, das waren die bösen Viren, das sind die Bakterien, die das verursacht haben. Und so, mit dieser Sichtweise, bleibe ich natürlich immer schön in der Opferhaltung. Ich bin Opfer der Erkrankung, der Viren, Bakterien, was auch immer. Und bin fein raus und bleibe im Endeffekt immer das Opfer von irgendwas. Entweder bin ich Opfer der Erkrankung, später dann eben des ganzen medizinischen Apparates. Und die Sichtweise eben, habe ich eben schon gesagt, ist eine komplett andere jetzt bei MET, dass wir sagen, nee, wir gucken uns jetzt mal an, was hat diese Erkrankung für dich für eine Bedeutung? Warum hast du genau diese Erkrankung, diese Symptomatik dir rangezogen oder produziert? Und das ist natürlich für viele eben schon mal schwierig. Die haben dann Ärger oder sind wütend, sauer, dass sie plötzlich anfangen müssen, sich mit dieser Thematik ein bisschen direkter auseinanderzusetzen. Mhm. Und genau da setzt eben jetzt eben das Klopfen oder MET eben ein. So kann man zumindest nach meinen Erfahrungen sagen, erstmal so grundsätzlich, dass bei jeder Symptomatik, egal was es ist, kannst du davon ausgehen, dass in dem halben Jahr bis 24 Monate davor, vor Ausbruch dieser Symptomatik, immer ein wichtiges Lebensereignis war. Hm. Kleines Beispiel, eine Frau kommt zu mir mit kreisrundem Haarausfall. Ich habe sie dann gefragt, wann das anfing, und es stellte sich dann raus, dass ein Vierteljahr, bevor diese Symptomatik begann, dass sie von ihrem Mann erfuhr, dass er sie monatelang betrogen hatte. Hm. Bedeutet, ein paar Monate später reagierte sie eben mit dieser Symptomatik kreisrunden Haarausfall. Sie ist dann zum Arzt gegangen. Der hat natürlich jetzt nicht gefragt, wann hat das angefangen, was ist denn da so an Themen bei Ihnen zu Hause, hat er natürlich nicht gemacht. Hm. Bei mir anders. Ich gucke natürlich, was ist an Lebensereignis vorweggegangen, was ist da passiert, was sind für wichtige Lebensereignisse, man sagt eben im Englischen Life Events, was ist da passiert. Hm. So, und siehe da, kaum hatte ich mit ihr über diese Thematik gesprochen, kamen natürlich Gefühle hoch. Nämlich mein Ärger auf meinen Ehemann, meine Trauer, meine Verletzung, meine Kränkung, all die ganze Palette an Emotionen, die sie natürlich im Vorfeld überhaupt nicht gelebt hatte, beziehungsweise nicht ausgedrückt hat, beziehungsweise eben auch nicht hat auflösen können. Also, was musste passieren? Der Körper hat dann eben genau diese nicht aufgelösten Emotionen ausgedrückt. So, und da sind wir genau eben beim Kern, dass eben bei den meisten Symptomen das immer auch ein Ausdruck bestimmter nicht gelebter Gefühle ist. Und bei den meisten Erkrankungen kannst du davon ausgehen, ist es erstmal primär Ärger. Na, stell dir mal jetzt den vor, der seinen Ärger unterdrückt in der Firma, und was produziert er? Er produziert einen dicken Schnupfen, wo man dann auch noch husten hat und den Kollegen dann ordentlich was vorhusten kann. Also auch da ist dann eben so die aggressive Komponente drin, die so im Vorfeld eben nicht gelebt wird. Mhm. Also das ist sozusagen der grundlegende Ansatz. Mhm. Soweit erstmal verstanden? Ja, soweit ja, klar? Ja, das ist, ne, man kann das immer gar nicht genug hören, und es ist schön, wie du das erklärst, so verständlich und eindrücklich. Also ja, ich fasse mir da auch gerade an die eigene Nase. Zufällig hast du den Husten gewählt, finde ich sehr interessant, weil ich seit 6 Wochen ja, den höre nicht richtig, ja, und das bin da dran. Das ist sehr, sehr interessant. Und ja, kann ich immer nur wieder sagen, ja. Schön. Genau. Und es ist auch dann so dieses, nein, ich will das nicht haben, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ich will dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Klar, das ist auch unbequem. Es ist unbequem zu sagen, okay, ich will vielleicht einen Ärger ausdrücken, den ich so auf bewusster Ebene mich nicht trauen würde. Und gerade bei Frauen, das ist meine Erfahrung mit meinen Klienten, neigen natürlich massiv dazu, ihren Ärger zu schlucken. Ja.
runterzuschlucken, ja, und dann entsprechend auch zu somatisieren. Reagieren die dann eben häufig mit Erkrankungen, die so eine Art auch aggressive Komponente gegen einen selber hat. Ja. Das findest du übrigens dann auch in den ganzen sogenannten Autoimmunerkrankungen. Also da, wo, das sagt das Wort ja schon, Auto, also selbst, ich richte das ganze zerstörerische Potenzial gegen mich selber. Hm. Und das äußert sich dann in den sogenannten Autoimmunerkrankungen. Ist nichts anderes als massiv festgehaltener Ärger, den du eben dann eben nicht nach außen, sondern gegen dich richtest. Ja. Und darum geht es eben im Rahmen der Klopftherapie genau zu gucken, wo richte ich diesen Ärger gegen mich und wo schone ich im Endeffekt meine Umgebung, meine Umwelt, meinen Ehemann, meine Familie generell, meine Kinder und so weiter. Und da wieder sozusagen die Kanäle aufzumachen und entsprechend die Ängste aufzulösen, die diejenigen natürlich alle haben, meinen Ärger dann wirklich auch mal rauszulassen. Hm. So, und dann, wenn du das dann entsprechend beklopfst mit der Klopftherapie, da kommen wir ja gleich nochmal zu, dann erledigt sich das Symptom logischerweise innerhalb von Minuten. Hm. Ja? Kleines Beispiel dazu. Ich hatte eine Klientin, die war, das war eine Teilnehmerin sogar aus dem Seminar, die hatte einen sehr steifen Arm, die kriegte den Arm gar nicht mehr richtig hoch, der hatte mal vor einem halben Jahr einen Unfall oder so gehabt, hatte schon ein halbes Jahr Physiotherapie, und ich habe sie dann gefragt, welches Gefühl sie denn zu dieser Symptomatik hat. Hm. Da sagte sie, ich bin genervt. So, dann habe ich mit ihr dieses Genervtsein mit dem Klopfen aufgelöst, mein Genervtsein auf meinen rechten Arm. Und das dauerte vielleicht 5 Minuten, bis alle Emotionen aufgelöst waren, Ärger, da war noch ein bisschen Trauer, genervt sein. Und dann habe ich sie gefragt, wie ist jetzt? Und weißt du, was sie dann machte? Hm. So, war der Arm frei. Hm. Bedeutet, die eigentliche Blockade war eben nicht jetzt hier irgendwas auf organischer Ebene, nein. Das eigentliche Problem war, dass sie eine Spaltung gemacht hatte, eine Abspaltung, was übrigens bei den meisten Erkrankungen so ist. Du spaltest einen Teil ab und der eine Teil ist ärgerlich auf den anderen. Und sagt, du blöder Arm, du tust mir weh. So, was passiert natürlich? Der Arm, der ausgegrenzt wird, der sagt, ja, jetzt tue ich erst recht weh. Mhm. In dem Augenblick, wo sie aber den Ärger aufgelöst hatte, war der Arm integriert wieder ins Gesamte, ins Ganze. Es war wieder eine Einheit. Und siehe da, der Schmerz verschwand und ist dann logischerweise auch nicht wiedergekommen. Und das hast du ganz häufig bei Erkrankungen, dass die Leute erhebliche Abspaltungen haben, die sind dann sauer auf das Kniegelenk oder auf den oder die Hüfte oder dieses und jenes. Und wenn du eben diese Emotionen, diese Negativemotionen, negativ natürlich in Anführungsstriche, nicht auflöst, kriegst du die Symptomatik nicht weg, kannst du vergessen. Hm. So, und jetzt kommen wir eben nochmal zu deinem Hinweis mit den sogenannten chronischen Erkrankungen. Ich halte das für Quatsch, es gibt keine chronischen Erkrankungen, ist dummes Zeug. Chronische Erkrankung heißt nichts anderes, dass derjenige im Hinblick auf seine Heilung oder Genesung resigniert hat. Mhm. Diese Leute sind alle in einem massiven Zustand von Resignation. Mhm. Und von daher muss ich dann als Therapeut natürlich nicht das Symptom behandeln, weil die haben ja eh schon resigniert, also die haben ja schon aufgegeben, sondern ich muss die Resignation auflösen. Mhm. Und genau das kann ich eben mit der Klopftherapie, ich kann diese Emotionen innerhalb von Minuten auflösen. Das ist eben das Tolle. Und in dem Augenblick, wo derjenige sagt, ich frage dann Patienten, die da so reinkommen, ja, wie geht es Ihnen damit? Ja, muss ich mit leben? Jetzt muss ich mein Leben lang Tabletten fressen? Ja, der Arzt hat gesagt, da muss ich halt immer so und so leben. Ja, habe ich mit arrangiert? Was auch immer. Ja, hast du eine volle Resignation, und wenn du die löst, geht die Spirale immer weiter runter. Und alle meine Patienten, die diese Resignation aufgelöst haben, sagen, nee, hallo, wenn ich das produziert habe, die Symptomatik, dann kriege ich es auch wieder weg. Jetzt muss ich nur gucken, wieso habe ich diese Symptomatik, was ist in meinem Leben los? Ja. So, das ist dann der Weg, die Arbeit mit mir als Therapeut. Sehr schön, ja. Das klingt gut. Also, ja. Ne? Und das vor allem jetzt funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert, sondern wir haben inzwischen 800 Therapeuten ausgebildet, Coaches, die damit sehr erfolgreich arbeiten, von denen ich also reihenweise solche Berichte dann auch zugesendet bekomme. Also es ist wirklich sensationell, was du damit auflösen kannst. Also es ist unglaublich. Ich habe speziell auch zu den körperlichen Geschichten nochmal ein Buch geschrieben, 100 Situationen, in denen sie klopfen sollten. Da geht es auch ganz viel um körperliche Symptome. Und da, das wollte ich gleich nochmal sagen, da zeigen wir genau die Schritte, die ich eben vorgehe, wie ich vorgehe, wenn ich entsprechend eine Symptomatik auflösen muss. So, also erster Schritt, wir haben es jetzt
gesagt, wichtig ist bei körperlichen Symptomen, ich muss als allererstes gucken, welche belastenden, negativen Gefühle habe ich zu dieser Symptomatik. Fangen wir mal bei was ganz Banalen an. Jemand hat Kopfschmerzen. So, die meisten, was machen die? Die schmeißen sofort erstmal eine Tablette rein. Das macht die Masse. 90%, wenn die Kopfschmerzen haben, Tablette. So, Namen brauchen wir es nicht nennen, aber die schmeißen die ein. Abgesehen mal davon, ich meine, wenn ich mein Leben lang immer Tabletten einwerfe, belaste ich meinen Körper, ich belaste meine Leber, meine Nieren, mein Gehirn, alles, ja? Von daher, die meisten Menschen heute, sag mal, 90% der Leute müssten eigentlich, wenn sie gestorben sind, auf eine Sondermülldeponie, denn sie würden so normalerweise verseuchen sie echt das Grundwasser. Bedeutet also hier in diesem Falle nicht gleich eine Tablette zu nehmen, sondern zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt erstmal an, welche Gefühle habe ich jetzt zu diesen Kopfschmerzen? So, da kannst du sicher sein, das erste Gefühl ist Ärger. So, und dann fangen wir an zu klopfen. Mein Ärger auf die Kopfschmerzen, mein Ärger auf die Kopfschmerzen, mein Ärger, mein Ärger, mein Ärger, mein Ärger. So, die Punkte haben wir ja in den anderen beiden Sendungen gezeigt. So, und dann löst du diesen Ärger auf und siehe da, du wirst merken, oh, Kopfschmerzen sind schon viel besser. Na, guckst du weiter, welche Gefühle habe ich noch? Ja, vielleicht ist da eine Trauer. Okay, meine Trauer, meine Trauer, meine Trauer, dass ich diese Kopfschmerzen habe, meine Trauer. Und dann fällt dir vielleicht möglicherweise auch ein, während des Klopfens ist ganz häufig, genau, was bereitet mir eigentlich momentan Kopfschmerzen? Ne? Die Körpersprache ist ja auch sehr symbolträchtig. Ne? Wenn ich sage Kopfschmerzen, dann sagt man ja auch, das bereitet mir Kopfschmerzen. Ja, kannst du dich dann wirklich überlegen, ja, was gibt es momentan in meinem Leben, in meinem Umfeld, was mir Kopfschmerzen bereitet? So, und dann bist du sehr schnell beim eigentlichen Thema und sagst, ja genau, mein Ärger über meinen Chef, ne? Mein Ärger über meinen Chef oder meine Sorgen in Bezug auf die Finanzen, was auch immer. Ich folge dann dem, was dann bei mir einfach hochkommt. Und das wird dann entsprechend beklopft. Und du kannst wetten, die Kopfschmerzen gehen dann ruckzuck weg. Ich habe es in einem Seminar gehabt, da war eine Frau mit einem Migräneanfall. Wir haben sofort geklopft in dem Moment und siehe da, brach nicht weiter aus, was für sie ungewöhnlich war, denn normalerweise, wenn das einmal losgeht, dann geht das bis zum Schluss und es war sofort gestoppt, ging auch nicht weiter und das habe ich auch ganz häufig bei Migränepatienten, denen ich das ja dann auch zeige, wie man selber klopft, dass die nie wieder Migräneanfälle haben. Das wird dann immer weniger. Die haben dann nochmal einen leichten, dann noch ein ganz leichten und dann irgendwann ist es ganz weg. Ich habe aber auch Klienten, die sagen, einmal geklopft, nie wiedergekommen. So, das ist also der erste Schritt. Ich wende mich den Emotionen zu. Zugegeben, da haben viele eben Probleme, weil Gefühle irgendwo wahrzunehmen, zu haben, ist eher unbequem. Immer wenn du zum Arzt gehst und du hast eine Symptomatik, da fragt er dich auch nicht, wie fühlen sich denn jetzt gerade damit, dass sie diese Schmerzen haben oder diese Allergie, das interessiert ihn nicht. Ist ja auch nicht für ausgebildet worden. Da bist du beim falschen Arzt. Also das interessiert die überhaupt nicht. Vielleicht ein Homöopath, aber keinen normalen Allopathen. Insofern fragt der so logischerweise nur die Symptomatik ab und dann gibt er dir ein bestimmtes Medikament, basta, Ende aus. Aber was dahinter ist, interessiert ihn nicht. Insofern musst du dann eben selber gucken, was sind meine Gefühle zu dieser entsprechenden Symptomatik. So, und da gibt es im Wesentlichen nur 6 Hauptgefühle. Einmal eben Scham, Resignation, Schuld, Trauer, Kummer, Angst, Ärger, Wut, Hass und dann bist du im Prinzip schon durch. Das sind alles die Emotionen, die du zu so einer Erkrankung haben kannst. Und ich sag's dir, wenn du die Emotionen schon mal auflöst, geht's dir zu 90% schon besser. So, und dann geht's weiter. Das wär der erste Schritt. Zweiter Schritt haben wir ja vorhin schon angedeutet. Du musst natürlich gucken, wo sind jetzt bestimmte Lebensereignisse? Hast du gerade Stress im Job? Hast du gerade irgendwo eine Trennungsphase, eine Scheidung? Ist ein Todesfall in der Familie? Ja, ich habe es auch zum Beispiel gerade bei älteren Menschen ganz oft erlebt, der Partner stirbt, was passiert? Anschließend kriegen die grauer Star. Probleme eben mit den Augen. Ja, was ist da passiert? Die haben im Endeffekt das, was ich so dann mitgekriegt habe, die haben nie die Trauer wirklich gelebt. Die sind nie dahin gekommen, wirklich so zu trauern, dass sie es auch aufgelöst haben über den Verlust, den Schmerz. Und das fehlt dann einfach, genau. Wenn ich diese Emotion nicht auflöse, klar, dann wird das Symptom natürlich immer stärker, klar. So, das sind also die Schritte, also erstmal die Gefühle, die gucken, welche Situation ist in meinem Leben gerade schwierig, wo könnte da die Ursache liegen. Und dann Hinweis, wenn die Symptomatik sehr schwer schon ist,
Also angenommen, du hast jetzt schon Magengeschwür oder du hast einen Herzinfarkt oder du hast einen Schlaganfall. Ich habe ja auch solche Patienten. Dann musst du natürlich auch in der Zeit zurückgehen. Das kann sein, dass manchmal so ein Lebensereignis dann eben auch nicht mehr im letzten halben Jahr war, sondern musst du auch mal 10 Jahre, 20 Jahre oder auch 25 Jahre zurückgehen, wo dann das schockierende, traumatische Erlebnis gewesen ist, was derjenige eben jetzt körperlich so verarbeitet. Also das habe ich immer wieder, weil es dauert dann auch eine Zeit, bis der Körper eben so solche Umbauprozesse produziert, dass du dann eben Magengeschwür hast oder einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Das dauert natürlich dann irgendwann mal, bis du das dann auch hast. Also da muss man sich dann manchmal Hilfe holen. Insofern ist natürlich auch das, was wir hier an Anleitungen haben in dem Buch, immer nur begrenzt möglich für so harmlose Sachen, Asthma oder Migräne, Kopfschmerzen, Schmerzen, Zahnschmerzen und so weiter. Aber wenn du schwere Erkrankungen hast, da musst du natürlich einen Profi dazu holen, weil da kommst du alleine sowieso nicht weiter, weil du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Denn meine Klienten, die kommen von alleine nie drauf, wo da jetzt eigentlich das traumatische Erlebnis ist, wenn ich die Frage, dann sage ich, nee, das war ja gar nicht so schlimm. Aber im Endeffekt war es doch schlimm. Wenn man da genauer mit denen arbeitet, merken sie schon, oh, da ist ganz schön viel Ladung noch drauf. So, das sind also erstmal die beiden Hauptschritte. So, und dann kommen wir zum letzten wichtigen Thema, nämlich das Thema, was habe ich für Glaubenssätze im Hinblick auf meine Symptomatik? Und wenn du dir da mal anguckst, ich frage das in meinen Seminaren auch immer wieder, was hast du für Glaubenssätze zum Thema Gesundheit, Krankheit? Und da kommt dann sowas wie, es gibt sowas wie Ansteckung, das ist genetisch bedingt, mit 50 beginnt die Altersweitsichtigkeit, mit 40 rieselt der Kalb, da muss man eben Tabletten fressen und so weiter. Verstehst du? Die haben Glaubenssätze ohne Ende. Und diese Glaubenssätze, das weiß man inzwischen, wenn ich einen Glaubenssatz habe, mit 50 beginnt die Altersweitsichtigkeit, dann folgt eben der Körper dem Geist im Sinne von, wenn ich das denke und glaube, produziere ich genau diese Symptomatik. Ja. Das ist eben jetzt genau das Problem. Wenn ich eben voll von diesen Glaubenssätzen bin, dann werde ich irgendwann die Brille mit 50 haben. Ich werde mich eben anstecken, weil man mir das in der Werbung einredet, so nach dem Motto, jemand hustet, da fliegen die Bakterien rum, oh Gott, ne, steck mich bloß nicht an. Oder die Japaner, die sich mit Mundschutz rumrennen, weil sie meinen, sie können sich dann nicht anstecken. Oder eben der Arbeitnehmer, der dann sagt, ich bleibe zu Hause, dann stecke ich ja wenigstens meine Kollegen nicht an. Alles Quatsch. Ja? Alles eben ein Glaubenssatz im Sinne von, es existiert sowas wie Ansteckung. So, was machen wir jetzt? Wenn ich so einen Glaubenssatz habe, dann löse ich den auf, wie wir das machen. Ich glaube, ich haben wir auch nochmal eine extra Sendung zum Thema Glaubenssatz. Genau. Und dann werden diese Glaubenssätze eben aufgelöst. So, das sind die erstmal drei Hauptmodule, da muss ich jetzt selber klopfen. Und dann zum Schluss habe ich natürlich, das ist ganz klar, zusätzlich noch die Möglichkeit, die Symptome zu beklopfen. Bedeutet, also ich klopfe dann natürlich auch, was weiß ich, mein Schnupfen, meine Erkältung, meine Grippe, also die Symptome kann ich dann entsprechend auch beklopfen, überhaupt kein Problem. Nur das muss parallel sein, das darf eben nicht jetzt ausschließlich sein. Viele mailen mir dann, ja, wie kann ich denn jetzt mein Schnupfen klopfen, wie kann ich mein Asthma beklopfen, welche Sätze? So funktioniert das nicht. Also ich muss erstmal, wie ich eben ausgeführt habe, das Drumherum beklopfen, auflösen und zum Schluss gehe ich auf die Symptomatik, wenn sie noch da ist. Dann klopfe ich aber nochmal eben ein restliches, bei Allergien, was weiß ich, mein restliches Jucken in der Nase oder an den Lippen, was auch immer, dann klopfe ich das eben nochmal und es funktioniert immer. Das ist das Sensationelle. Ne? Also gerade bei Allergien, wir haben es im Buch drin, kannst du in 10 Minuten, Viertelstunde, kannst du so eine Allergie auflösen, egal was es ist. Ne? Manchmal dauert es ein bisschen länger, dann kann es manchmal auch mit einer traumatischen Erfahrung aus der Vergangenheit zusammenhängen. Ich hatte letztens einen mit einer Milch, der hatte eine Allergie gegen Milch und Milcharbeit. Und da war das Trauma, er musste in seiner Kindheit, hat die Mutter ihn traktiert mit Milch. Er musste gegen alles und für alles musste er Milch trinken und er hatte das wirklich bis hier. Ja, Allergie sagt es ja schon, ne? Man sagt es ja auch im Sprachgebrauch, dagegen bin ich allergisch. So, und du hast bei Allergie immer das Thema Ärger, Wut, Hass. Ja, guck mal, der Allergiker, das ist ja das Spannende, der Allergiker ist so aggressiv, dass er sogar allergisch gegen so ein armes Baumpollen ist oder so ein Gräserpollen. So aggressiv ist der, dass er auf das Ding reagiert.
Insofern musst du den langsam dahin führen, dass er die Aggressivität nicht gegen die armen Pollen oder Gräser oder Lebensmittel richtet. Was kann die arme Banane oder der Apfel dafür? Nee, dass er guckt, wo habe ich meinen Ärger, Wut, Hass gegen XY? So, und dann werden wir der Sache näher kommen, ganz klar. Ich habe es in Seminaren jetzt auch schon dutzende Male erlebt, wie schnell sich Allergien auflösen lassen. Das darf man ja gar nicht weitererzählen, weil Allergie ist natürlich ein Milliardengeschäft. Da wird ja gigantisches Geld umgesetzt. Und gut, ich habe ja nur auch viele Ärzte ausgebildet. Das sind aber meistens die, die von der normalen Medizin irgendwie sich abgewendet haben und wirklich eher mehr so alternativ arbeiten. Gott sei Dank gibt es davon ja mal mehr. Aber die arbeiten eben so und sagen, nö, keine Medikamente, wir klopfen das. Und es funktioniert. Wow. Also definitiv. Wow. Ja. Super. Selbst in meiner Familie, weiß ich selber, also ein Sohn hatte eine Pferdehaarallergie, Heuschnupfen, eine andere Erdnussallergie, alles in Minuten aufgelöst. Das ist Jahre her, nie wiedergekommen. Mhm. Also einfach ausprobieren und das ist eben das Gute beim Klopfen. Wenn ich das beklopfe, ich habe keine Nebenwirkungen, es kann nichts passieren. Es kann nur besser werden. Es gibt also keine Kontraindikation, gar nichts. Ja? Und ich habe noch nie irgendwo gehört, dass jemand, dass es denen immer schlechter gegangen ist, sondern in der Regel ist es den Leuten immer besser gegangen. Und Hinweis, wenn ich es alleine nicht hinkriege, okay, da muss ich mir eben entsprechend therapeutische Unterstützung holen. Genau, also es ist auch nicht so irgendwie eine Bedingung. Oh. Ich muss jetzt dran glauben auch, dass es passiert, dass es wirkt und all diese Dinge. Ne? Das kommt ja dann auch oft. Nee, das ist insofern jetzt nichts mit Glauben, weil die Wirkung dieser Klopftherapien ist inzwischen ja wissenschaftlich nachgewiesen. Das kann man nachweisen. Es gibt weltweit mehrere Studien, wir selber auch haben auch Studien gemacht. Das kann man nachweisen, dass da was passiert. Und in unserem neuen Buch, was jetzt im Januar rauskommt, haben wir das auch alles nochmal zusammengefasst, auch die eigenen Studien. Das ist also nicht mal irgendwie so ein Hokuspokus, wo man dran glauben muss. Denn eins kannst du sicher sein, alle Patienten, die zu mir kommen in den letzten 15 Jahren, ich habe ein paar tausend behandelt, alle von denen sind extrem skeptisch und glauben es erstmal nicht. Klar, weil das geht zu schnell. Mhm. So nach dem Motto, was eine Allergie soll in einer Viertelstunde weg sein oder das Problem XY glaube ich nicht. Die glauben das erstmal nicht. Ja? Mhm. Insofern hat das eben nichts mit Glauben zu tun, sondern hier passiert wirklich was, wenn ich auf den Akupunkturpunkten eben klopfe. Da passiert im Körper was. Ne? Da wird was repariert. Normaler Energiefluss wiederhergestellt, der vorher eben nicht normal war. Mhm. So, und das ist genau das, was hier beim Klopfen passiert. Ich repariere das energetische System und ich repariere das energetische System über das Auflösen der negativen Gefühle. Denn auch negative Gefühle sind ja als chemisches Korrelat im Körper vorhanden. Kann man ja nachweisen, dass da Neuropeptide und Glückshormone, Dopamin, Endorphin, Serotonin entstehen durchs Klopfen oder durch Akupunktur. Insofern ist das also wirklich nicht irgendwie so ein esoterischer Quatsch, sondern wir nehmen da massiv Einfluss auf die Körperchemie. Sehr schön. Ja, ich denke, so, das ist so der Überblick. Du musst gucken, ob du da jetzt noch Nachfragen hast. Genau. Ich erlebe es ja bei mir auch und ich kann das gut beobachten, dass ich, ja, wenn ich Sachen zum Beispiel nicht ausspreche oder mir Sachen zu viel sind oder ich keine Grenzen setze, ne, das ist bei mir so das Thema, genau, dann zeigen sich halt immer diese Symptome, wie Schnupfen, Husten, jetzt schon länger, sehr länger Husten. Welche Erfahrungen machst du? Es wird ja auch gesagt oder geforscht, dass sozusagen der Körper ist ein Informationsträger oder der Körper hat eine große Weisheit und der gibt uns Botschaften oder so, ne? Inwieweit spielt das im MET eine Rolle, wenn die Gefühle zu einem bestimmten Symptom aufgelöst werden? Zeigt sich denn noch was oder ist es überhaupt notwendig zu wissen oder ist es wichtig zu wissen, was sich dahinter noch versteckt, damit es möglicherweise nicht wiederkommt oder ist es überhaupt wichtig oder geht es eigentlich darum, dass es mir in dem Moment besser geht und dass es nicht mehr gebraucht wird? Welche Erfahrungen machst du da oder hast du gemacht? Ja, sagen wir mal so, wenn ich jetzt die negative belastende Emotion hinter einer bestimmten Symptomatik aufgelöst habe, ist das Symptom natürlich damit erledigt. Mhm. So, das heißt, der Körper braucht nicht mehr zu somatisieren und dich sozusagen auf körperlicher Ebene darauf hinzuweisen, dass da irgendwas auf emotionaler Ebene nicht geklärt ist. Ja. Insofern brauchst du dich dann darum nicht mehr zu kümmern. Aber
Grundsätzlich heißt es natürlich, wach zu sein dafür, wo neige ich dazu, tendenziell, was die meisten tun übrigens, meinen Ärger runterzuschlucken. Ja, mit den unterschiedlichsten Methoden. Der eine raucht, der andere trinkt, der andere nimmt Medikamente, der andere zieht sich zurück und so weiter. Der andere tut sich ständig weh, hat Unfälle. Das sind ja alles Methoden, den Ärger runterzuschlucken. Da muss ich natürlich wach für sein, denn wenn ich das nicht, wenn ich da nicht dranbleibe, ist natürlich logischerweise die nächste Symptomatik, Erkrankung, ist die natürlich vorprogrammiert, ist ja klar. So, insofern heißt das schon, dass du gucken musst, dass ich ein bisschen an mir arbeiten muss, an dieser Thematik, wo schlucke ich eher tendenziell mal Ärger runter? Und wo kommt das auch her? Es kann ja sein, dass du das dann möglicherweise mal mit therapeutischer Begleitung dir angucken musst, wo habe ich das aus meiner Kindheit, wo schleppe ich das noch mit? Wie war mein Vater drauf, wie war meine Mutter drauf? Ich meine, wenn ich in einer gewalttätigen Familie groß geworden bin, logischerweise neigen diese Patienten immer dazu, eher den Ärger runterzuschlucken. Und da musst du da natürlich ein bisschen dran arbeiten. Genau, dran arbeiten meinst du, also dann ist es dann auch möglich, wie du ja vorhin gesagt hast, längerfristige Sachen, die wir uns eingefangen haben sozusagen, die sich schon so genannt chronisch geworden sind, was es ja nicht gibt, was wir gehört haben von dir, aber einfach schon längerfristig sich zeigen, dass es dann auch möglich ist, diese Sachen zu lösen. Genau. Ja, natürlich, klar. Ja. Du musst natürlich mit denen, so, guck mal, mit denen musst du natürlich länger arbeiten. Also wenn ich jetzt jemanden habe, mit einer Depression habe oder mit einem Schlaganfall oder mit Krebs, solche Patienten, da bist du natürlich nicht mit einer Stunde durch, sondern musst du länger arbeiten, ganz klar, bis die verstanden haben, bis es ins Bewusstsein gekommen ist, warum sie diese Symptomatik, ich sage ganz bewusst auch nicht Krankheit, sondern diese Symptomatik, ihre spezielle Symptomatik, wieso sie die produziert haben. So, und das dauert natürlich und es ist auch manchmal ein sehr schmerzhafter Erkenntnisprozess im Sinne von, da kommt viel Material hoch und das kannst du auch logischerweise nicht alleine machen, da brauchst du eben eine therapeutische Begleitung. Aber ich kann immer nur wieder sagen, das ist das beste Invest, was du jemals in dich getan hast, wenn du anfängst, eben dich diesen Weg zu stellen und nicht wie die meisten, das beobachte ich leider immer wieder, die sagen, ja gut, dann mache ich mal lieber, dann gehe ich lieber zu dem Heiler oder zu dem Heiler, dann lege ich mich dort auf die Matte und dann macht er mich gesund. Das ist auch nichts anderes, als wenn ich Medikamente einwerfe. Ja. Ich setze mich nicht mit meiner Symptomatik auseinander. Das ist kein Unterschied, das ist nur ein qualitativer Unterschied. Ja, das sagen wir auch. Ja, genau. Ja, ja, danke schön. Also ja, sehr schön, wie du das rüberbringst, so verständlich und unmissverständlich. Also da bleibt wirklich nichts dazwischen, da ist wirklich dann ganz klar so, hey, ja, da möchte ich, da stehe ich dazu und da ich möchte Verantwortung übernehmen oder sagen, ich möchte es doch noch ein bisschen behalten, weil es bringt mir vielleicht, also dann damit auch ehrlich zu sein, das bringt mir auch Vorteile, dass ich das... Ja, das, genau, ne? Exakt. Ja. Guck mal, da hast du eben genau das, was du sagst, genau das, dass eben eine Krankheit eben auch einen gewissen Krankheitsgewinn bringt und das musst du den Leuten natürlich auch klar machen. Der Krankheitsgewinn kann sein, ich brauche nicht mehr zu arbeiten, ich brauche nicht mehr einkaufen, ich brauche dieses nicht zu machen, jenes nicht zu machen. Also ich habe einen gewissen Krankheitsgewinn und wenn ich mir das dessen nicht bewusst bin, dann habe ich natürlich auch keine Lust, meine Symptomatik aufzulösen, weil es ist doch auch schön, Opfer zu sein. Da ist ja auch nichts Schlimmes dran. Ich werde versorgt und werde hin und her geschoben und behandelt und produziere unheimlich viele Kosten für die Solidargemeinschaft. Das ist übrigens dann der aggressive Anteil der Erkrankung, der passiv-aggressive Anteil. Aber ich brauche mich damit nicht auseinandersetzen. Ich bin ja das Opfer der Erkrankung. Kann man da nachlesen? Da hat die und den und den und Namen. Kann man nachlesen, haben die Mediziner herausgefunden. Demnächst findet man bestimmt auch ein Gen dafür. Ganz klar. Und schon bin ich raus aus der Nummer, bleibe in der Opfernummer und komme nie in ein Leben von Verantwortung. Mein Leben wird nie funktionieren. Bleib Opfer. So, das ist eben das Unbequeme an MET. Ich konfrontiere die Leute damit, dass sie eben in so einer Opferschleife drin sind und da hole ich sie raus. Also bei MET kommt man nicht umhin, einfach ehrlich und in erster Linie ehrlich mit sich zu sein. Jo, ja. Genau. Das ist das leider das, der unbequeme Anteil, ja. Ja. Ja, schön. Ja. Von Uli, liebe Grüße an alle. Genau, Frage gibt's nicht. Schön, Rainer, sehr klar. Ja. Ja, ja, es ist klar. Also von meiner Seite ist da jetzt keine Fragen. Also sehr, sehr, sehr schön, wie du, wie gesagt, das rüberbringst. Wenn von eurer Seite gerne noch
Uli, wenn von deiner Seite oder von anderen noch ihr noch Fragen an Rainer habt, sehr gerne, auch natürlich auch im Nachhinein. Genau. Jedes Mal unter dem Video direkt die Kontaktdaten von Rainer, wendet euch direkt. Rainer freut sich, auch wenn jetzt im Nachhinein noch was hochkommt, ne? Ich denke, es ist auch Ja. Oder was auch noch ein Hinweis, ich habe jetzt die Technik ja nicht vorgemacht, wer das gerne sich dann nochmal jetzt live angucken will, wie ich jetzt klopfe, gibt es bei mir auf der Homepage die Möglichkeit, sich zwei kostenlose Videos sozusagen zu ordern. Einfach nur E-Mail eintragen, dann schicke ich zwei Videos zu und dann zeige ich nochmal genau die Klopftechnik, eben wie man Ängste und Stress zum Beispiel auflöst und dann kann man das gut übersetzen. Das hat man dann jederzeit verfügbar, hohe Qualität, HD-Qualität. Also einfach auf die Webseite gehen, klopfen.de, wie soll es anders sein, und da dann kann man sich die Videos dann entsprechend beantragen. Ne, und das ist ein bestellen. Schöner Hinweis. Dankeschön. Danke für deine Großzügigkeit. Jo, gerne. Genau. Okay. Ja, also wenn ihr nichts habt, vielleicht noch dann Hinweis auf die nächstes Mal wird dann sein, wie kann man mit Kindern arbeiten? Da werde ich ein bisschen zeigen, wie gehe ich da vor, wie klopfe ich mit Kindern? Wird auch sehr spannend werden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, glaube ich, nächste Woche ist das schon. Nächste Woche, genau. Da bin ich auch sehr gespannt, weil ich das auch mit Kindern jetzt auch wieder arbeite. Und da bin ich sehr gespannt auch. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Ja, das ist das mit das spannendste Thema. Ich glaube, dazu werden wir auch mit Sicherheit nochmal ein Buch schreiben, aber ich werde dann so die wesentlichsten Sachen dazu nochmal sagen, wie man da vorgeht. Mhm. Ja, herzlichen dann von meiner Dank. Seite Grüße Dankeschön. Nach Leipzig. Ja. Liebe Grüße nach und Mallorca. Und ja, genau, bis zum nächsten Mal, lieber Rainer. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ja, tschüss, Sabine. Danke. Tschüss. Ciao.